Einen schönen guten Morgen. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem kleinen, ich nenne es mal Workshop, das Joomla SEO 1x1 Reloaded. Der Titel ist daran angelehnt an das Seminar, was ich voriges Jahr in Nürnberg zum Joomla Day 2013 beziehungsweise dann in Bern schon mal zum Besten gegeben habe. Ist da zufällig jemand dabei, der mit da anwesend war, der vielleicht das Video im Internet gesehen hat? Mal Hand hoch, kennt das jemand? Durchaus, immerhin zwei. Das ist schon mal nicht schlecht. Keine Angst, es ist kein Aufbaukurs, sondern ich möchte einfach das Thema, was doch an den Wurzeln angesetzt hat, voriges Jahr einfach ein Stück weiterführen. Bevor es aber mal so richtig losgeht, noch eine ganz organisatorische Anmerkung. Das hat David vorhin meines Wissens schon gesagt. Es gibt noch einen Grundlagenvortrag von Markus Wortmann zum Thema SEO. Der findet dann in der dritten Session heute statt. Ich weiß gar nicht, ich glaube in Raum 4 müsste das sein. Das steht auch auf den Anmeldungen drin. Es war ursprünglich geplant, dass dieser Kurs, dadurch, dass beide irgendwo wie Bausteine zusammenpassen, eigentlich der Vortrag von Markus Wortmann zuerst sein sollte. Raum 3, Dankeschön. Es ist aber technisch oder organisationstechnisch so gelegt worden, weil es ein paar Session-Verschiebungen gab, dass der Vortrag eben danach ist. Markus Wortmann wird aber sozusagen diesen Einsteiger-Vortrag, der also diesen noch ein Stück vorgelagert ist, dann danach halten. Also wer jetzt jemand dabei ist, der kann sich das Ganze gerne auch schon mal anhören und kann dann auch zu Markus' Vortrag gehen und hat genügend Zeit dafür, in die Räume zu wechseln. So, kommen wir also zum eigentlichen Text. Mein Name ist Gerald Martin, ich bin seit ca. 10 Jahren selbstständig als Freelancer mit Joomla unterwegs und berichte in den Vorträgen zum Thema SEO gerne einfach aus der Praxis, was ich im täglichen Leben, kann man sagen, im täglichen Berufsalltag mit Joomla tue und was dort für Ansprüche sind und wie ich dann versuche, bestimmte Aufgaben umzusetzen. Und so ist auch dieser Vortrag entstanden. Und wer die Beschreibung gelesen hat in der Sessionliste, da wird gelesen haben, Googles Werkzeugkiste, und da wollen wir auch den Fokus drauflegen. Google Webmaster Tools ist eigentlich der Leitfaden, an dem wir heute uns ein bisschen hochhangeln wollen. Und an drei konkreten Punkten möchte ich dann auch die Verknüpfung zu Joomla und wie man dann bestimmte Aufgaben mit Joomla lösen kann, diese Verknüpfung möchte ich dann einfach ein Stück weit herstellen. Googles Werkzeugkasten. Wenn man von Suchmaschinenoptimierung spricht, dann spricht man heute in den meisten Fällen von Google, weil man letztendlich für Google optimiert. Und daher gibt es natürlich einen der vielen Grundsätze, den man sagen kann, nutze das, was Google dir zur Verfügung stellt, denn es kann nicht schaden. Die Webmaster Tools sind unter dieser URL zu finden. Die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Was wir heute nicht machen werden, also wo ich mal eine klare Abgrenzung ziehen möchte, ist also, wir reden heute nicht über Suchmaschinen Advertisement, also SEA, wie mit Google AdWords, und wir werden auch nicht in diese weite Sphäre von Google Analytics einsteigen. Warum? Das werde ich dann auch gleich zeigen, weil die Google Webmaster Tools nämlich zur Analyse auch schon eine ganze Menge Werkzeuge bieten, aber eben nicht diesen riesigen Umfang von Google Analytics. Ja, was haben wir denn jetzt als Werkzeugen? Wenn wir jetzt die Kiste aufmachen und gucken dort in Googles Werkzeugkiste rein, dann kann man sagen, es gibt dort drei Kategorien, es gibt dort drei Abteilungen, in denen Google uns mit Werkzeugen unterstützt. Das ist, wie schon gerade einmal gesagt, die Analyse der eigenen Webseite, die Analyse von bestimmten Dingen, die direkt die Webseite betreffen. Natürlich betrifft auch das Crawling, also das Durchsuchen und das Indizieren von Webseiten. Das ist der zweite große Bereich der Google Webmaster Tools. Und der dritte Bereich, das sind die sogenannten Markup Tools. Das heißt also, ich kann mit Hilfe von Googles Werkzeugkasten, mit den Webmaster Tools, direkt im Quelltext Optimierungen für meine Seite vornehmen. Und diese Optimierungen haben einen direkten Effekt in den Suchergebnislisten, in den SERPs. Das ist ein großes Thema.
Michael Babka hat es vorhin gerade angesprochen. Microdata ist dieser Begriff, der letztendlich dahinter steht. Und dieses dritte Thema, das wollen wir dann sozusagen in den zweiten Teil der Session dann verlagern. Und dort werden wir uns dann mal ein bisschen intensiver mit Markups bzw. konkret mit den Mikrodaten befassen. So, wir sind schon mittendrin. Wer einen Laptop mit hat und wer die Möglichkeit hat und vielleicht schon ein Google Webmaster-Konto hat, kann gerne mal mit reinschauen. Wir gehen jetzt einfach mal die Liste durch. Hier sieht es letztendlich so aus, wenn ich mich einlogge. Ich habe also hier eine ganze Menge von Seiten, die ich mit diesen Webmaster-Tools überwache. Und eine dieser Seiten ist letztendlich meine eigene Seite. Die habe ich mal als schönes Beispiel rausgegriffen, weil sie natürlich alles andere als optimal optimiert ist. Das heißt also, auch da ist noch eine große Baustelle. Und da können wir uns einiges anschauen. Also wir haben das jetzt nicht als sozusagen Best-Practice-Beispiel, sondern einfach als ein Beispiel unter vielen, was kann denn noch optimiert werden. Wenn ich mir die eigene Seite anschaue in der Liste, dann ist das immer die schönste Nachricht. Keine neuen Nachrichten oder neuen kritischen Fehler. Das ist immer ganz gut, wenn ich diese Nachricht lese, weil dann kann ich erstmal sicher sein, gut, soweit aus Googles Seite gibt es erstmal keine grundsätzlichen Beanstandungen. Wenn dort irgendwas passieren würde, dann würde ich von Google auch benachrichtigt werden. Fangen wir ganz vorne an. Wie kann man dann erstmal überhaupt eine Seite überwachen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mal auch in die Extension-Liste geguckt, in das Extension Directory von Google. Es gibt tatsächlich Erweiterungen, wo man diese Überwachung über die Webmaster-Tools automatisieren kann. Sprich, ich kann mir eine Erweiterung runterladen, ganz komfortabel in Joomla einrichten und dann habe ich dann die Überwachung der Website schon mit drin. Das heißt also, ich muss nichts manuell machen. Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut und habe auch gesehen, dass manche Erweiterungen da noch ein bisschen mehr machen. Daher würde ich lieber diesen manuellen Weg bevorzugen. Es gibt letztendlich mehrere Methoden. Es gibt eine Methode, die ich gerne nehme. Es ist relativ simpel. Von Google wird eine HTML-Datei generiert. Diese HTML-Datei stellt mir Google zur Verfügung. Das ist hier in dem Beispiel diese Grundschule Joggen. Diese Bestätigungsseite, diese generierte Datei, diese Google und dann Zahl.html, die kann ich mir runterladen. Ich lade sie per FTP in den Webspace meiner Webseite hoch und werde dann automatisch diesen Link, der hier auch dementsprechend generiert wurde, auf diesen Link klicken und dann sehe ich, aha, die Datei ist da, wenn alles gut gegangen ist. Und wenn dann alles gut gegangen ist, ist damit auch die Seite überprüft. Es gibt noch mehrere alternative Methoden, das sehen wir hier unten im zweiten Fenster. Ich kann also das auch über einen HTML-Tag lösen. Das ist der Ansatz, den die Joomla-Plugins nutzen. Klammer auf, Klammer zu. Man kann das natürlich auch manuell machen, wenn man es möchte. Joomla bietet die Möglichkeit, direkt über die Administrationsoberfläche ins Template einzugreifen, in die Template-Dateien eingreifen. Auch da könnte ich diesen HTML-Tag setzen. Da auch da viel schief gehen kann, würde ich mit jemandem, der noch wenig sich in HTML-Tags oder in den entsprechenden Abteilungen auf einer HTML-Seite, wie zum Beispiel im Head-Tag, wo das reingehört, nicht auskennt, würde ich davon abraten. Ansonsten gibt es noch andere Möglichkeiten über DNS, über Google Analytics. Wenn man also Google Analytics schon nutzt, braucht man nicht extra nochmal eine Bestätigung, dann ist das automatisch verbunden. Und man kann über den sogenannten Google Tag Manager die Bestätigung überprüfen lassen. Schauen wir uns mal das Menü an. Ich habe jetzt sozusagen mal das komplette Menü, was mir in den Webmaster Tools entgegenspringt, mal aufgeklappt. Also wir sehen, das ist eine ganze Menge. Ich werde da auf bestimmte Dinge ein bisschen tiefer eingehen, die auch interessanter sind, die auch vielleicht von der Technik her ein bisschen aufwendiger sind und manche werde ich nur oberflächlich behandeln. Gerne ist die Möglichkeit gegeben, dass einfach mal sich jemand melden kann und dann sagen, ich möchte hier mal noch das eine oder andere dazu wissen. Ich will es jetzt nicht als Monolog, als einseitigen Vortrag verstanden haben, sondern als Workshop. Wer also möchte, der kann gerne dort einhaken an einer Stelle, die ihn weiter interessiert, die ich aber vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig intensiv behandeln werde. Das Erste, was uns nach der Anmeldung, nach der Auswahl der überwachten Seite entgegenspringt, ist das Dashboard. Das Dashboard besteht aus, sagen wir mal, den wichtigsten Überwachungsmöglichkeiten, die mir die Webmaster-Tools bieten.
letztendlich ist nochmal das, was als Nachricht zu einer Website auch immer dabei ist. Also ganz oben keine Nachrichten, bei neu und wichtig sind letztendlich auch gute Nachrichten. Wenn dort Nachrichten stehen, dann wird durch Google das auch über dieses Nachrichtensystem nochmal erklärt, was sollte eine Nachricht dort sein, denn diese Nachricht bedeutet. Also man muss auch dazu sagen, Google dokumentiert sehr umfangreich. Und wenn Fehler auftreten, dann wird einfach nicht bloß dieser Fehler markiert, sondern er wird auch dokumentiert. Was sehe ich noch? Ich sehe Tabellen, ich sehe einen Chart, ich sehe, welche Suchanfragen in letzter Zeit über diese Seite gelaufen sind. Ich sehe, ob eine Sitemap indiziert worden ist und ich sehe ganz vorne die Tabelle, wie ich gerade schon gesagt habe, über die Crawling-Fehler. Das sind kurze Übersichten, das sind Schnelleinstiege, das sind wie Abkürzungen in bestimmte Themen. Wir wollen aber die Abkürzung jetzt nicht nehmen, sondern wir gehen dann Schritt für Schritt in die einzelnen Abteilungen vor. Ja, das ist zum Beispiel so eine Website-Benachrichtigung auf dieser Seite germanist.de, Zunahme von Fehlern zu nicht gefundenen Seiten. Und wenn ich diese Nachricht lese, dann sehe ich, was ist denn hier überhaupt passiert und wie kann ich eventuell diese Fehler beheben. Im entsprechenden Unterpunkt komme ich ja noch dazu. Als nächstes habe ich im Menü die Auswahl zu den strukturierten Daten. Das ist dieser zweite große Teil, den wir dann nochmal anschauen wollen, also die Mikrodaten. In dem Falle auf germanist.de, diese überwachte Seite, die ich jetzt einfach mal als Beispiel immer ein bisschen durchziehen werde, sind keine strukturierten Daten drauf, die Google als solche auswertet. Google möchte im Rahmen der Suchergebnislisten möchte kontextbezogene Daten ausgeben. Das heißt, Google bezeichnet das als Rich Snippets. Das steht auch in der Erklärung daneben drin. Rich Snippets sind also Erklärungen, die in den Suchergebnislisten nicht wie herkömmlich einen Teil des Textes wiedergeben, sondern weiterführende Informationen. Zum Beispiel, wenn es jetzt um das Album eines Künstlers geht, das Musikalbum eines Künstlers, dann könnten dort unter dem Eintrag in der Suchergebnisliste alle Titel dieses Albums stehen. Und das bezeichnet Google als Rich Snippets. Rich Snippets können auch sein, beispielsweise, wenn es um ein bestimmtes Produkt aus einem Shop geht, dann kann dort mit der Preis angegeben werden, dann kann dort Käuferbewertung mit angegeben werden. Bis halt hin zur Shop-Bewertung selber. Und diese Rich Snippets, also diese Sachen, die reichhaltigen Informationen, die werden über Mikrodaten ausgeliefert, wie gesagt, dann in Teil 2. Diese Daten für die Rich Snippets, die Mikrodaten können automatisch erzeugt werden. Das heißt also, sie sind im Quelltext einer Seite verankert. Google möchte hier aber an dieser Stelle über diesen sogenannten Data Highlighter noch eine Methode mit anbieten, die das Eingreifen in den Quelltext der Seite nicht voraussetzt. Ich kann also hier diese reichhaltigen Informationen, sprich die Rich Snippets, kann ich hier Google direkt liefern, indem ich auf meiner Seite Daten markiere, die als solche Rich Snippets ausgeliefert werden sollten. Das heißt also, ich markiere Daten und zeige Google mit dem Finger drauf, diese nimmst du bitte und zeigst du bitte in den Suchergebnislisten an. Das ist eine Methode, wenn man eben so Sachen das nicht technisch lösen möchte. Es gibt hier eine große Dokumentation dazu und ich könnte sofort hier mit der Markierung starten, das sind die beiden blauen Knöpfe, und könnte sagen, jetzt geht's los, jetzt markieren wir die Daten. Wenn wir jetzt in diese Sachen weiter einsteigen, es kann jeder mal probieren, ich habe das selber noch nicht weiter getestet, ob das tatsächlich funktioniert. Funktioniert heißt für mich, dass es tatsächlich auch in den Google-Suchergebnislisten auftaucht. Ich lege lieber den Wert auf die Variante der technischen Umsetzung. Was kann man an Verbesserungen noch vornehmen an der eigenen Seite? Das ist die erste Analyse, die Google hier vornimmt, konkret über die Inhalte der eigenen Webseite. Und das sind Dinge, die man sich natürlich auch mal in Ruhe anschauen sollte. Zum Beispiel auf dieser Webseite gibt es doppelte Metabeschreibung, kurze Metabeschreibung,
auf der rechten Seite sieht man immer, wie viele das sind. Fehlende Title Tags, doppelte Title Tags und so weiter und so fort. Das ist also nochmal eine Feintuning-Maßnahme, wo ich einfach die Möglichkeit habe, anhand dieser Ansicht zu sagen, ich schaue auf meine Seite und ändere tatsächlich die Inhalte. Wobei man hier sagen muss, alles was doppelt ist, die doppelten Meta-Beschreibungen und die doppelten Title-Tags, das ist nur einer Sache geschuldet, was auch auf meiner eigenen Webseite, na, Schusters Schuhe und so weiter und so fort, weiß jeder, noch nicht gemacht worden ist. Die Seite ist unter www.germanis.de und unter germanis.de ohne www erreichbar. Und das ist, das hatte ich in meinem ersten Vortrag schon genannt, das sollte eigentlich nicht sein. Das heißt, die Seite sollte entweder unter der Adresse mit www oder unter der Adresse ohne www erreichbar sein und nicht über beide. Aus diesem Grunde kommen hier diese doppelten Tags bzw. die doppelten Beschreibungen zustande. Ja, bitte. Zum Beispiel mit HTAccess könnte man es abstellen. Also indem man die HTAccess-Datei aktiv nutzt und das dort mit unterbringt. Da gibt es auch gerade für Joomla eine ganze Menge Anleitungen. Oder aber man kann tatsächlich, wenn der Host das zur Verfügung stellt, im Kundenmenü des Hosters einstellen, Seite nur unter www.meineseite.de oder ohne www erreichbar. Das ist die Möglichkeit. Letztendlich steckt dahinter dasselbe Prinzip, dass man eine Weiterleitung einrichtet sozusagen, eine technische Weiterleitung. Das ist im Prinzip egal. Also ich muss sagen, besonderen Wert lege ich darauf nicht mehr. Es wurde viel darüber gesprochen, sagen, das Thema steht unter diesem Begriff Double Content. Das nennt sich das letztendlich. So geistert das durchs Netz. Es wird viel darüber diskutiert, ob Double Content mit einer Seite www oder nicht www überhaupt relevant ist. Meine persönliche Meinung betrifft eigentlich eher andere Richtlinien. Es gibt Webseitenbetreiber, zum Beispiel kleine Shops, die viele selber machen und die kaufen sich ein Bündel an Domains und dieser Shop oder die Webseite ist über sämtliche Domains erreichbar. Das wäre für mich schwerwiegender, wenn ich jetzt auf 5 verschiedenen Domains jeweils den gleichen Inhalt habe, da habe ich nicht bloß Double Content, da habe ich Triple Content und so weiter. Das wäre für mich schwieriger einzustufen, also schwerwiegender einzustufen, als zu sagen, ich habe jetzt Double Content wegen einer Seite mit und ohne www. Weil Google ist eigentlich nicht dumm. Die wissen, dass das ein allgemeiner Fehler ist, letztendlich, oder sag ich mal, eine allgemeine Gegebenheit, die öfters vorkommt, die viele Seiten von Haus aus betrifft. Sie hatten noch eine Frage gehabt. Genau. Ein Redirect 301, um das mal für alles zu sagen, ist letztendlich die technische Umsetzung einer Weiterleitung, dass man also sagt, diese Seite ist jetzt nicht erreichbar, sondern sie wird permanent weitergeleitet auf eine andere Webseite. Manche Hoster machen das, wie gesagt, intern über Serverlösungen oder eben die Serverlösung allgemein ist, dass man die HTAccess-Datei bearbeitet. Und wenn man das im Kundenmenü macht, dann kann das sein, dass der Hoster das über seine Einstellungen löst oder aber es werden HTAccess-Dateien generiert. Wenn ich jetzt ein bisschen zu weit eingehe, da könnte man weiter drüber sprechen, weil nämlich Joomla auch eine HTAccess-Datei mitliefert und da könnte es tatsächlich Probleme geben. Gute Frage. Da kann ich nur sagen, also ich empfinde es als mit www, als diese gewachsene und diese gewohnte Umgebung als besser, aber das ist, denke ich, jedem selber überlassen. Genau. Da haben Sie völlig recht. In den Webmaster-Tools kann man das mit einstellen, welche Seite für die Webmaster-Tools gültig ist. Trotzdem aber ist faktisch der Double Content noch da, weil meine Webseite trotzdem über diese beiden Adressen noch Inhalte ausliefert. Na? Also da wäre mein Tipp trotzdem der, dass man es lieber über so eine Weiterleitung löst. Was man hier noch verbessern kann, das zeigt Google bei den sogenannten HTML-Verbesserungen. Ich habe das einfach mal gezeigt, als Beispiel mal eine URL von dieser Seite rausgenommen, wo man also hier sieht, da ist eine doppelte Meta-Beschreibung drin.
Und dann sehe ich hier, das sind nicht zwei Seiten, also es ist nicht ein Inhalt, wo die Beschreibung zum Hervor kommt, sondern ich habe hier das Problem, dass unter meiner Webseite der gleiche Inhalt mit dieser Überschrift unter zwei Adressen, unter zwei verschiedenen URLs erreichbar ist. Das liegt in der Natur der Sache, weil ich auf der Seite eine Komponente im Einsatz habe, die sogenannte K2. Das ist eine Inhaltsauslieferungskomponente, die das originale Beitragssystem, was Joomla drin hat, noch ein Stück erweitert. Und darüber ist das doppelt zu erreichen. Hier sehe ich allerdings auch wieder die Möglichkeit, wie kann ich das denn ausleiten? Jetzt brauche ich schon beim nächsten Satz, wie kann ich das ausmerzen, indem ich zum Beispiel umleite. Und zum Thema Umleitung kommen wir gleich. Auch hier, das ist noch ein Beispiel für die doppelten Title Tags. Auch da haben wir wieder das Beispiel bei diesem Mini-Tutorial, bei diesem Inhalt ist auch dieser eine Inhalt wieder über zwei URLs erreichbar. Sitelinks. Google wertet ja meine Seite komplett aus. Das heißt also, alles, was für Google indizierbar ist, das indiziert Google auch. Das bringt Google auch ins Inhaltsverzeichnis und im besten Falle in die Suchergebnislisten, in die SERPs. Und im noch besseren Falle ziemlich weit hoch. Hier kann ich bestimmte Seiten abwerten. Ich kann also hier automatisch generierte Sitelinks kann ich hier rausschmeißen. Ich kann also sagen, hier, was ich hier eintrage, das möchte ich raus haben. Das möchte ich nicht mehr sehen. Das Abwerten heißt letztendlich, ich möchte sozusagen diese Indizierung, indem ich es abwerte, verhindern. Ich wäre damit allerdings vorsichtig. Ich muss sagen, ich habe dieses Tool noch nie genutzt, weil bis jetzt die Notwendigkeit noch nie da war. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen hat einen Blog und schreibt in einem Blog über eine Veranstaltung, die demnächst stattfindet, wo sie mal teilnehmen, meinetwegen eine Messe, irgendwann mal ist die vorbei und sie möchten diesen Inhalt nicht mehr sehen. Dann taucht er natürlich noch eine gewisse Weile auch noch in den Suchergebnislisten auf und ich hätte jetzt theoretisch hier die Möglichkeit, das rauszuschmeißen. Was nützt es mir aber, diesen Beitrag rauszuschmeißen? Ist das denn tatsächlich so wichtig, dass der raus muss? Das sollte man sich immer überlegen. Also ich habe bis jetzt noch keinen Anwendungsfall gefunden. Hat von Ihnen jemand schon mal so einen Anwendungsfall gehabt? Da davon berichten könnte. Gut. Suchanfragen. Hier sehe ich also die zweite große Analysemöglichkeit von Google. Das ist also sozusagen das Einsteigertool, was dann später ergänzt, ersetzt werden kann mit den Google Analytics. Das ist also sozusagen Google Analytics Mini, kann man sagen. Hier sehe ich also, mit welchen Anfragen Besucher auf meine Seite gekommen sind. Ich habe das einmal im Diagramm dargestellt. Ich sehe die Impressionen, ich sehe die echten Klicks, ich sehe die Up and Downs und wie gesagt, ich sehe auch die entsprechenden Suchanfragen und dort jeweils mit welchen Anfragen Leute auf meine Seite gekommen sind. Für eine grundlegende Suchmaschinenanalyse zu sagen, über welche Suchbegriffe sind die Leute dann auf meine Seite gekommen, ist das schon mal wirklich nicht schlecht. Ich sage deswegen Google Analytics Lite. Ja, bitte. Also dieses Screenshot ist einen Tag alt. Ne? Das gibt es also nach wie vor. Sobald man diese Seite als überwachte Seite mit drin hat, hat Google die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Aber Sie haben auch natürlich recht, datenschutzrechtlich sollte man, wenn man Passagen im Impressum mit drin hat über Google Analytics, kann es nicht schaden, wenn diese Passage auch drin bleibt, selbst wenn man bloß die Webmaster Tools nutzt. Weil es werden hier definitiv Daten gesammelt. Ja, hier haben wir jetzt nochmal die häufigsten Seiten. Also erst hat man die häufigsten Begriffe, jetzt hat man die häufigsten Seiten. Auch die kann man sich schön anschauen. Man kann auch die Zeiträume dementsprechend verändern. Dann sehe ich als nächstes die Links zur Webseite, also die externen Links und man sieht, welche eigenen Inhalte, welche Beiträge oder welche auch immer, bei manchen ist das Impressum am meisten verlinkt, ne? Kann das durchaus sein, dass man hier sieht, tatsächlich diese Seite, die habe ich gar nicht mal im Fokus gehabt und wird trotzdem noch so oft verlinkt. Die nächste
Möglichkeit, die ich in den Google Webmaster Tools habe, die im Menü angeklickt werden kann, sind die internen Links. Auch da sehe ich, wie sind denn meine Beiträge, meine Inhalte intern verlinkt. Auch das ist eine schöne Möglichkeit zur Nachkontrolle. Denn interne Links, also eigene Beiträge zu verlinken von einem auf den nächsten, ist eine oft unterschätzte Methode. Und hier sieht man letztendlich auch, wie oft bestimmte Inhalte auf andere Inhalte der eigenen Seite verlinken. Also hier kann man auch wieder querprüfen, wenn man interne Links setzt. Das nächste ist die internationale Ausrichtung. Die liest bestimmte Tags aus. Die liest bestimmte Tags im Quelltext aus und sieht, ob das eine mehrsprachige oder nicht mehrsprachige Webseite ist. In meinem Fall ist es keine. Bei germanist.de gibt es keinen Language Tag. Aber wenn Sie mit Joomla, mit Bordmitteln eine internationale, eine Mehrsprachenseite umsetzen, dann wird dieser Tag automatisch gesetzt. Also hier muss man nichts Neues machen. Wenn eine mehrsprachige Seite mit Joomla umgesetzt wird, dann kann die auch hierüber angezeigt werden. Ja, bitte. Eine Frage an alle. Was denken Sie denn, warum Links von einer Seite auf die andere abgestraft werden? Was werden da der praktische Nutzen für Google? Warum streift Google Links ab? Ja, das kann, wenn wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, so ein bisschen historisch gewachsen, gibt es da einen großen Grund. Ja, richtig, genau. Es wurde bzw. wird professionell werden Linknetzwerke aufgebaut. Das heißt, es werden, und das teilweise völlig nicht kontextbezogen, werden Links von einer Seite auf die nächste aufgebaut. Man kann also auf Deutsch gesagt, wenn man Suchmaschinenoptimierung betreiben will, man kann Links kaufen. Und wenn Google merkt, dass das irgendwo nicht passt und nicht passen kann, dann kann es passieren, dass das abgestraft wird. Und daher kann natürlich dann die Bitte entstehen, zu sagen, nehmen Sie den Links bitte runter. Es gibt aber viele Ursachen dafür. Also Linknetzwerke zum Beispiel in den Anfängen waren dadurch gekennzeichnet, dass es meistens über einen Server lief. Sprich, der Server hatte eine IP und da liefen verschiedene Webseiten drauf. Da konnte das dann relativ schnell herausgefunden werden. Aha, das sind verschiedene Webseiten, die verlinken sich untereinander, sind alle auf demselben Server. Aha, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Was die genauen Ursachen dafür sein könnten, wüsste ich ja. Wenn Sie jetzt eine konkrete Anfrage haben, würde ich Sie natürlich mal rückfragen, warum? Was ist der Grund? Ist das eine technische Ursache oder ist das einfach bloß eine inhaltsbezogene Ursache? Aber Links können tatsächlich abgewertet werden. Das hatte ich ja vorhin schon mal so angesprochen. Alles läuft auf dieselbe Domain. Das ist natürlich mehrfach verlinkter Content. Also wenn das alles eine einheitliche Seite ist, also ich komme von Domain 1 auf die Seite und von Domain XY komme ich auf dieselbe Seite, dann würde ich das sagen, Google ist ja so ein Blackbox-Prinzip, ne? Man kann nie genau sagen, ist es tatsächlich so, das ist also mein Dafürhalten, vielleicht auch erfahrungswert, dass das nicht günstig ist. Also 50 Domains zu halten, um nur eine Seite zu betreiben, ist tatsächlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Was kann man dagegen tun oder was kann man anderes machen? Also gerade wenn jetzt der Kunde sagt, das sind alles schöne Domains, die Domainnamen sind tatsächlich schön, Sie würden es vielleicht auch so beurteilen, kommen Keywords drin vor oder kommen Kontext- oder produktbezogene Daten drin vor in diesen Domains, kann man sie ja durchaus halten. Das ist kein Problem. Dann wäre es meine Empfehlung, wenn man sagt, ich würde das so weit ausbauen, da steckt natürlich viel Arbeit und im Zweifelsfall auch viel Geld dahinter, dass man Produktseiten schafft. Sprich, dass eine Domain auf eine bestimmte Seite zeigt. Die kann ja unter Joomla verwaltet werden, das macht ja nichts. Auch wenn es auf derselben Webseite ist. Man kann zum Beispiel, was wir vorhin schon hatten, das über eine Weiterleitung einrichten. Dass eine Domain per
301 Weiterleitung auf eine Unterseite linkt. Eine elegantere Lösung ist es natürlich noch, dass man sagt, man setzt in Joomla ein Multi-Domain-Tool ein. Es gibt dafür Plugins, kostenpflichtige, es gibt auch nicht kostenpflichtige Plugins, wo man in Joomla die Möglichkeit hat, oder anders gesagt, man kann Joomla so aufbohren, dass es Multi-Domain-fähig ist. Es kann also mehrere Domains verwalten. Komme ich von Domain A auf die Seite, dann wird die Unternehmensseite gezeigt. Komme ich von Domain B auf die Seite, dann wird eine Produktseite gezeigt. Über diese Tools habe ich die Möglichkeit, Templates anzupassen. Also kann jeder sagen, von der Domain kommend zeige das Template, von der Domain kommend zeige ein anderes. Ich kann aber auch Menüs anpassen. Das heißt, ich habe ein Menü für diese eine Webseite, ein Menü für die andere Webseite und das wird sozusagen pro Domain aufgesplittet. Ich kann dann mal, wenn Sie mich daran erinnern, vielleicht gegen Ende, wenn dann Zeit ist, nochmal Bezug drauf nehmen. Ich habe eine Seite, wo das im Einsatz ist. Das heißt, glaube ich, Joomla Multisite oder Virtual Domains. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir können uns danach gerne nochmal unterhalten. Das ist kein Problem. Wenn ich ein Multidomain-System habe, nicht. Dann sind die Links auch komplett anders. Dann bleiben die auch. Aber wenn ich jetzt weiterleite, dann ist es klar. Dann komme ich von der Domain auf die Unterseite einer anderen Webseite. Nur eben per permanenter Weiterleitung. Wenn ich jetzt ein Multi-Domain-System habe, dann sind das völlig unterschiedliche URLs. Bitte. Ja, so könnte man es sagen. Genau. Richtig. Also dass man lieber auf eine separate Seite zeigt. Also das ist, um das vielleicht nochmal anders abzurunden, es ist aus meiner Sicht mehr wert zu sagen, anstatt 50 Domains und eine Webseite zu haben, dann lasse ich lieber 49 Domains auf eine einzelne HTML-Seite zeigen. Egal, ob das jetzt statisches HTML ist oder ob das aus Joomla generiert wird, das ist völlig egal, als dass alles auf einen Inhalt gelinkt wird. Wie gesagt, es ist eine Frage des Aufwands. Ne, weil die Inhalte müssen dadurch dementsprechend auch erstellt werden. Genau, ich habe immer am unteren Ende immer nochmal mit die Hilfe von Google verlinkt. Ich stelle dann die Folie dementsprechend auf Slideshare, auch ins Netz. So können Sie sich denn das Abtippen jetzt sparen. Diese URLs sind in den meisten Fällen auch im Kontext von den Webmaster Tools verlinkt, in dem Fall zum Beispiel unter weitere Informationen sehen Sie den Link, wenn Sie also sich schon mal in den Webmaster Tools eingeloggt haben oder Sie melden sich sozusagen jetzt direkt im Anschluss an das Seminar dort mal an, dann werden Sie dort sehen, die Dokumentation, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ist meistens unter weitere Informationen zu finden. Der Indexierungsstatus, den können wir uns einfach mal, das mal ganz kurz anschauen, das ist jetzt zumindest auf dieser einzelnen kleinen Seite kein wahnsinnig interessanter Punkt. Hier sieht man letztendlich ganz einfach, wie viele Seiten insgesamt von meiner Webseite indiziert wurden. Beispiel jetzt, ich bin einfach da mit der Maus mal drüber gefahren. 13.07.2014 wurden 249 Seiten indexiert. Dieser kleine Strich Update zeigt, dass im Februar 2014 eine neue Indizierung vorgenommen wurde, ein neues Update gemacht worden ist. Wie man das machen kann und wie man sozusagen Google nochmal genau den Finger drauflegen kann, das kommt dann gleich im Anschluss, wenn es um die sogenannten Sitemaps geht. Ja, hier sehen wir nochmal, welche Keywords, also welche Schlüsselbegriffe ich in meinen Inhalten am meisten verwende. Auch das sagt mir Google Webmaster Tools mit den Content Keywords. Hier kann ich direkt, wie vorhin schon, nicht nur eine bestimmte Seite abwerten, die schon in der Indizierung ist, sondern mit den URLs entfernen, kann ich direkt eine URL von Google entfernen lassen. Auch damit wäre ich vorsichtig, siehe Dr. Bunsen Honeyboon, er zeigt auf die Hilfe, die dazu steht. Ich selber habe auch diesen Fall noch nicht gehabt, dass ich direkt eine URL aus der Liste rausnehmen wollte. Was aber tatsächlich sein kann, ich sage noch einen Satz dazu, wenn zum Beispiel Google ein PDF indiziert, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt worden ist, dann kann ich das darüber tun. Ja, bedeutet das für die Zukunft, also wenn es aus dem Index raus ist, das ist ja immer noch auf meiner Webseite, bedeutet das, dass Google eventuell ein Jahr später, wenn ich diese URL auf der Webseite nicht entferne,
Das ist eine gute Frage. Ja, wir haben gerade gesehen, Update. Wenn wieder ein Update kommt, kann das durchaus sein, dass ich hier nochmal prüfen muss, steht es dann immer noch drin. Also ich würde sagen, solange es hier schon drin steht, ist es verbindlich. Aber in welchen Zyklen das passiert, das müssen Sie mal selber überprüfen, wird vielleicht auch dementsprechend in der Dokumentation mit drinstehen. Was natürlich klar ist, der Googlebot ist nicht der einzige Bot, der unterwegs ist. Das sollte man natürlich auch sein. Also wenn man so wirklich sieht, da ist ein PDF verlinkt, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, was aber in einem öffentlichen Verzeichnis drin liegt, was Bots also sozusagen indizieren können, wo Bots rein können, dann würde ich eher überlegen, das PDF an einer Stelle zu verschieben. Oder das so zu verlinken, dass man es nicht in dem Direktlink mit finden kann. Weil, wenn Sie sich mal Statistiken anschauen, dann werden die Kollegen von der Joomla Security bestimmt ein Lied davon singen können, was für Bots auf einer Webseite alles erscheinen können, die von der Indizierung her für Google überhaupt keinen Sinn macht, sondern die ganz andere Ideen haben und die eine Seite aus ganz anderen Gründen spidern bzw. indizieren. Das ist manchmal sehr überraschend, was dort alles unterwegs ist. Was sehr beliebt ist, was Sie oft wieder finden werden, wenn Sie sozusagen mal so ein Personal Googling machen, also sprich mal nach der eigenen Webseite suchen, dann werden Sie sehen, dass oft solche Domain-Bewertungssysteme irgendwo stehen. Die nehmen also ihre Domain, nehmen also germanis.de und schreiben eben Dinge hin wie dort sind optimale Anzahl von Keywords drin, dort sind bestimmte Techniken verwendet, dort wird eventuell das CMS Joomla verwendet, also sie ziehen alle möglichen Informationen raus und das geschieht über solche Bots. Also das sind natürlich schon eine ganze Menge unterwegs und die würden natürlich auch das PDF finden. Ja, Website-Fehler. Also Sie sehen, also es ist eine schöne Statistik, weil sie geht einen Berg ab. Das heißt also, die Fehler werden weniger, aber es sind tatsächlich welche da. Und wir sehen also hier in der Tabelle, die natürlich noch weitergeht, ich habe das jetzt im Screenshot nur ein bisschen ansatzweise dargestellt, was für Fehler auf der Webseite drauf sind. Man unterscheidet nach mehreren Fehlerkategorien. Wir hatten vorhin schon mal das genannt, der sogenannte Fehlercode bzw. der Webservercode 301 als Weiterleitung haben wir zum Beispiel hier als 500, das ist also ein interner Serverfehler. Oder es gibt den Fehler 404, den haben Sie bestimmt alle schon mal irgendwo gesehen, 404 Seite nicht gefunden. Und das zeigen die Google Webmaster Tools hier an. Genau, Soft 404 werden also sozusagen diese Seiten nicht gefunden. Und hier kann ich was tun. Und das wollen wir uns gleich sozusagen als erstes praktisches Beispiel mal anschauen, was ich denn mit Joomla machen kann. Und da brauche ich nicht mal hingehen und irgendwo eine neue Erweiterung installieren, sondern das kann ich mit Joomla-Bot-Mitteln korrigieren, beziehungsweise ich kann ja was tun. Ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt hier eine Seite, hier oben sieht man die URL, das war mal ein Blogbeitrag von mir und die Google Webmaster soll sagen, die Seite wird aufgerufen, die wird gefunden, also die wird in den Suchergebnislisten aufgerufen, beziehungsweise wird von extern irgendwo verlinkt, aber sie ist nicht mehr da. Liefert in 404 Fehler aus. Jetzt ist mal die Frage an Sie, wie kann denn Google eigentlich diese Fehler finden? Oder wie machen sich die Fehler denn überhaupt auffindbar? Wodurch kann das passieren? Genau. Oder einfach, indem jemand eine ganze komplette URL eintippt und sich vertippt. Selbst das wird als 404 nicht gefunden ausgewertet. Ob ich das dann korrigieren muss, ist eine andere Frage. Aber das sind letztendlich genau die Methoden, die auch die Erweiterung, die wir uns jetzt im Folgenden anschauen wollen, von Joomla mit auswertet. Es gibt eine Erweiterung, die seit, ich weiß gar nicht, ich glaube Joomla 1.7 mit drin ist, die Umleitungen. Und da schauen wir uns gleich mal an, wie man solche Fehler korrigieren kann. Also wir merken uns, diese URL ist fehlerhaft, diese URL wird nicht gefunden. Dann schaue ich natürlich erstmal, gibt es die Seite tatsächlich auf meiner Seite oder gibt es sie nicht? Wenn ja, dann können wir natürlich dort die korrekte URL zu diesem Inhalt eintragen. Wenn nein, was können wir machen? Wir können natürlich eine andere Seite eintragen. Und sag mal, im Zweifelsfall kann man natürlich dann sagen, ich leite auf die Startseite weiter. Oder ich leite auf eine Suchseite weiter, wo man einfach die Möglichkeit gibt, sie haben den Inhalt nicht gefunden, dann leiten wir auf die Suchseite einfach weiter. Hauptsache ist, dass der 404-Fehler sozusagen korrigiert wird. Und ich habe es schon gerade mal gesagt, jetzt sind wir hier schon im Joomla Backend drin und dort gibt es die Komponente Umleitungen. Ist
Arbeitet jemand von Ihnen damit schon aktiv? Ja, eine ganze Menge, sehr gut. Dann kann man das kurz fassen. Ja, ich habe ja das einfach mal schon mal aufgerufen. Ich habe letztendlich nichts anderes gemacht, als mir einfach diese URL aus den Google Webmaster Tools kopiert, habe sie oben in die Suche reingegeben und siehe da, tatsächlich ist diese Seite auch schon von unserer Umleitungskomponente als 404 nicht gefunden, gefunden worden. Allerdings ist bei mir hier wieder, das sieht man wieder, dass immer noch die Seite unter www und nicht www erreichbar ist. Einmal sieht man den unteren Inhalt, das ist sozusagen die zu meiner Webseite abhängige URL. Das heißt also, man muss sich dann noch denken, www.germanist.de/2 neue Sicherheitsupdates für Joomla HTML. Und dann habe ich einmal den kompletten Link, deswegen wird die komplette URL eingezeigt, die nicht von meiner ursprünglichen Domain ausgeht, also von der www-Domain ausgeht. Deswegen steht die hier nochmal als vollständige URL drin. Aus dem Grund sehe ich auch, die 404-Aufrufe sind bei der eigentlichen URL mehr als bei der, wo nur die Domain ohne www drin steht. So, ich habe die also gefunden. Sie sind nicht aktiviert, das sind also alles URLs, die von meiner Umleitungskomponente gefunden wurden, die als irgendwann mal jemand aufgerufen wurde, indem er einfach auf den Link geklickt hat oder wie auch immer. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, diese Umleitungen zu aktivieren. Natürlich macht es nur Sinn, die zu aktivieren, wenn ich auch eine neue Adresse drin habe. In meinem Fall habe ich dann einfach die korrekte Adresse des neuen Blogs. Ich habe mal ein Update gemacht und da war das einfach noch nicht wieder korrigiert drin. Ich gebe als Zieladresse die komplette URL ein. Also im Prinzip mit Domain und mit HTTP und so weiter vorne dran. Dann ist es natürlich ganz wichtig, den Status von deaktiviert auf aktiviert zu setzen. Aus dem Grund kontrolliere ich es dann auch immer nochmal, denn wenn ich das dann gemacht habe, dann wird aus diesen 404-Fehler, wenn ich es also neu lade, tatsächlich die Seite, die gefunden wurde. Ich habe es bloß ein bisschen verkleinert, damit man es schön im Screenshot sieht. Und wenn ich es kontrolliert habe und sehe, tatsächlich der 404-Fehler ist weg, ich habe es korrigiert, dann kann ich diesen Fehler auch als behoben markieren in den Google Webmaster Tools. Also wir sind in den Google Webmaster Tools wieder drin. Ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt schon gesehen, immer wenn ich in der rechten unteren Ecke das anzeige, dann befinden wir uns in der Oberfläche von den Webmaster Tools. Fehler als behoben markieren, okay, und dann taucht er auch nicht mehr in dieser Fehlerliste auf. Das heißt also, ich würde das wirklich immer dann nur tun und ich tue das in meiner Praxis immer nur dann, wenn ich es wirklich kontrolliert habe. Mysteriöse URLs. Kommen in Ihrer Umleitungskomponente manchmal diese Art URLs vor? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Also sprich, das sind alles URLs, die mal aufgerufen worden sind, die letztendlich meine Umleitungskomponente mitschneidet. Sie lachen schon? Was sind das für URLs? Ja. Diese URLs, das sind so die ganz, ganz typischen Hackerangriffe auf mein System. Ich habe die bloß mal ganz beispielhaft mal mitgebracht, denn wo ich den Vortrag erstellt habe, sind mir die ganz massiv ins Auge gesprungen, ganz einfach wegen der Länge. Es ist schon mal interessant, womit hier probiert wird einzudringen. Also generell, diese Angriffsversuche laufen meistens über die Datenbank. Deswegen hat man meistens in dieser URL irgendwas hinten drin, zum Beispiel in der obersten sehen Sie auch irgendwas mit Union und Select und so weiter und so fort. Da wird versucht, ein neuer User einzufügen in die Datenbank und meistens geht das über bekannte Sicherheitslücken von Erweiterungen. Und wenn man mal sieht, das erste geht über die Erweiterung comArcoBook, das zweite über comArcoGallery, das dritte über comAlbergi, was auch immer das bedeutet, ich habe das noch nie gehört, und das vierte über die Formularkomponente comCKForms. Das sind also alles Möglichkeiten, die einfach genutzt werden, wo im Internet auch da wieder Bots unterwegs sind. Also das wird sich kaum jemand die Mühe geben, diese URLs per Hand einzutippen. Das sind einfach Bots unterwegs, die einfach mal probieren, ist denn die Seite irgendwo angreifbar über so eine Erweiterung. Kann man also natürlich nur wieder zusammenfassend sagen, Holzauge sei wachsam. Sonst könnte es eng werden.
Heißt also mit anderen Worten, Komponenten aktuell halten, beziehungsweise Dinge, die ich nicht brauche, an Erweiterungen abschneiden, Zöpfe abschneiden, indem man sie einfach rauslöscht. Es sollte auch gerade bei größeren Seiten wachsen ja auch mit der Zeit, auch im Umfang der Funktionen. Wenn beispielsweise mal eine Newsletter-Komponente eingebaut worden ist, haben sie mal einen Kundenauftrag gemacht, dann wurde der Newsletter mal ein Jahr gefahren und dann verschwindet er wieder in der Versenkung. Dann braucht man die nicht mehr weiter mitzuschleppen. Dann kann man immer noch sagen, beim nächsten Update oder bei der nächsten Wartung, dann schmeißen wir die wieder raus. Weil sonst müssen sie mühselig diese inaktive Erweiterung pflegen. Denn wenn sie es nicht tun, kann es durchaus passieren, dass aus diesen mysteriösen URLs plötzlich mal eine Webseite erscheint, die sie so nicht wiedererkennen werden. So, zurück zu den Google Webmaster Tools. Ja, bitte. Ich habe jetzt den Anfang nicht verstanden. Diese Angriffe? Ja. Nein. Die habe ich in den Webmaster Tools noch nicht gefunden. Reicht das Deaktivieren der Erweiterung oder muss ich diese wirklich deinstallieren? Warum wollen Sie das deaktivieren und nicht deinstallieren? Da würde ich eher ein Backup der Seite machen mit dieser Komponente, dass ich später wieder einspielen kann. Und dann die komplette Komponente deaktivieren, weil faktisch liegen die Dateien noch auf dem Server. Deinstallieren. Entschuldigung, deinstallieren würde ich es. Ja. Und dann im Zweifelsfall, dass man es wiederholt. Wie auch immer das Lizenzverständnis ist von dem, der das dann mal erstellt hat. Meistens geht das ja dann über einen Key oder wie auch immer. Und die sind relativ simpel wieder einzugeben. Also daher. Und zur Sicherheit dann eben ein Komplett-Backup, dass ich es mal irgendwie lokal noch installieren kann und das mal vergleichen kann. Ne? Aber dann kann man immer die neue Version wieder aufspielen oder die man hatte. Fatal wird es dann, wenn ich eine gekaufte Version einer Erweiterung habe, die dann aber alt ist. Ich habe ja die alte Version irgendwann mal gekauft, ich habe keine aktuelle Version und die hat dann bekannte Sicherheitslücken. Dann muss man natürlich sagen, okay, entweder man weist den Kunden vorsorglich darauf hin, was ich für die schlechte Variante halte, oder man sagt, lieber Kunde, gib nochmal die 5,50 Euro aus für die Erweiterung oder wie auch immer. Ne? Aber deinstallieren wäre aus meiner Sicht wirklich der bessere Weg. Ja, zurück zu den Webmaster Tools. Die Crawling-Statistiken sind auch nochmal ganz interessant. Ich führe sie einfach bloß mit auf, weil die uns jetzt bloß sozusagen aus der Ferne ein bisschen tangieren werden. Hier sieht man, wie oft der Googlebot auf meiner Seite war. Und zwar in dem Falle hier in den letzten 90 Tagen. Was also hat der Googlebot gemacht? Wie oft war der da? Ja, man sieht zum Beispiel hier in der zweiten Tabelle, in der rot markierten, pro Tag heruntergeladene Kilobyte. Da muss es also mal irgendwann mal Ende August, Anfang September mal einen Peak gegeben haben, wo vielleicht mal eine große Datei vom Googlebot runtergeladen worden ist. Wo man also sieht, hier ist mal tatsächlich viel runtergeladen worden. Das ist, sag ich mal, interessant für die Statistik. Einen praktischen Nutzen hat es zumindest, was jetzt die grundlegende Auswertung der Seite betrifft, eigentlich keinen. Dieses Tool ist mal ganz interessant, da, und da kommen wir nämlich gleich dazu, das ist nämlich auch beim nächsten Thema interessant, da Googlebot speziell oder für spezielle Verzeichnisse abgewiesen werden kann. Ich kann also den automatischen Suchprogrammen, nicht nur den Googlebot, sondern Bots generell, kann ich Dinge erlauben und Dinge verbieten. Und das ist in der gängigen Praxis, in meiner gängigen Praxis meistens so, dass ich denen bestimmte Verzeichnisse zugänglich mache oder bestimmte Verzeichnisse verbiete. Und da kann ich hier einfach, indem ich den Rest der URL von meiner Seite anhänge, schauen, ist denn diese Seite, ist denn vielleicht auch das PDF, haben schon mal ein schönes Beispiel gehabt, ist denn das für den Googlebot überhaupt indizierbar oder ist es das nicht? Und so kann man das sozusagen mal simulieren, dass ich die Seite mal abrufe, wie der Googlebot es tun würde. Denn das Erlauben und das Verbieten von Seiten, das Indizieren von bestimmten Verzeichnissen, das kann ich regeln über die robots.txt. Die ist bei jeder Joomla-Installation von Haus aus mit dabei. Und ich habe diese robots.txt, zumindest von meiner Seite, fast nicht verändert. Wer findet denn den kleinen Unterschied? Ich habe hier letztendlich diese interessanten Passagen
gerade hier aufgeführt, da gehört noch mehr dazu. Im oberen Teil steht eine ganze Menge an Kommentar, aber die interessanten Passagen, die habe ich jetzt hier eingefügt. Wir finden den Unterschied. Richtig. Warum? Das ist richtig. Ich mache also, indem ich, also Zeile 19, ja? Ja. Ich wiederhole es nochmal laut. Ja, ich habe das Mikrofon an, so ist es für die Aufnahme besser. Der Unterschied liegt in Zeile 19. Ich erkläre kurz, was das bedeutet. Disallow / images heißt letztendlich, ich verbiete es, den Bots in dieses Verzeichnis reinzugehen. Und da sehen Sie im Grunde genommen alle Verzeichnisse meiner Joomla-Installation, weil ich möchte keine Bots in meinen Verzeichnissen drin haben. Das geht die dort nichts an. Denn alles, was per URL aufrufbar ist, das wird von Joomla generiert. Das generiert mein CMS. Da hat kein Bot was drin zu suchen. Ich präsentiere den Bots meine URLs, meine indizierten Seiten in anderer Art und Weise, nicht über die Verzeichnisse. Was ich allerdings herausgenommen habe, das ist also diese Raute vor dem Disallow heißt letztendlich, ich habe aus diesem Befehl, Disallow ist ein Befehl, habe ich mit dieser Raute davor einen Kommentar gemacht, sprich ich habe diesen Befehl auskommentiert. Und somit erlaube ich den Bots in das Verzeichnis Images reinzugehen. Warum mache ich das? Ich erlaube hier dem Bot, meine Bilder zu indizieren. Anwendungsbeispiel ganz simpel. Ein Kunde von mir, ein Shopbetreiber, die haben natürlich Artikel mit Bildern. Die haben teilweise zu einem Artikel 5 bis 10 Bilder. Und diese Artikelseiten, also stellen Sie sich eine Produktseite vor, wo also ein Produkt vorgestellt wird. Und zu diesem Produkt sind eben 5 bis 10 Bilder dazu und keines tauchte auf. Beziehungsweise selbst in den Suchergebnissen wurden die Bilder nicht mit angezeigt. Dann ist sowas mehr als notwendig, denn damit erlaube ich dann tatsächlich dem Googlebot die Bilder zu indizieren. Ansonsten bleibt diese Passage für den Googlebot verborgen. Das ist also wirklich ganz wichtig. Es geht also nicht nur darum, dass man sagen kann, was ich möchte, dass meine Bilder in der Google-Bildersuche auftauchen. Das ist natürlich ein Nebeneffekt mit. Das ist ganz klar. Ja, das wäre also das, wo ich hier sehen kann, diese kleine Veränderung habe ich vorgenommen im Vergleich zur Original-Robots.txt-Datei. Und hier sehe ich auch tatsächlich nochmal, ist denn meine Robots.txt-Datei von Google überhaupt übernommen worden? Also inwiefern ist denn die überhaupt geladen worden? Also das heißt, man kann auch sehen, wenn zum Beispiel Fehler drin sind. Ich habe also meine Robots.txt-Datei mal noch ganz anders verändert und habe dort irgendwelche Syntaxfehler gemacht. Ich habe also irgendwo einen Befehl falsch geschrieben oder wie auch immer. Dann sehe ich auch darin dann die Fehler. Also auch nochmal eine Gegenprüfung, die mir Google Webmaster zur Verfügung stellt für meine Robots.txt-Datei. War das Ihre Frage? Nee. Ja. Das ist natürlich schwierig, weil die Erlaubnis oder eben das Nicht-Erlauben über Verzeichnisse läuft. Ja, genau. Ich könnte das natürlich über Unterordner klären. Na? Bei alten Joomla-Versionen, wer sozusagen mit den Jahren mit Joomla mitgewachsen ist, wird wissen, dass früher die Bilder in sehr tiefen Unterordnern waren, was jetzt nicht mehr zwingend nötig ist, denn letztendlich im Ordner Images kann man schon ablegen. Das heißt also, wenn ich Inhalte anlege, kann ich schon darauf zugreifen. Das heißt also, ich könnte direkt da nochmal bestimmte Unterordner anlegen und könnte dann hier nochmal einen Ordner anlegen, Bilder, die nicht indiziert werden sollen, oder Bilder, die indiziert werden sollen. Und könnte dann dementsprechend hier den Disallow-Befehl sofern abändern, dass ich eine Ebene tiefer gehe und dann einmal erlaube und einmal nicht erlaube. Das wäre eine Möglichkeit. Haben Sie das jetzt gesagt? Ich habe es ja nicht verstanden. Aber war das der Ansatz ungefähr? Ja.
Ich muss natürlich jetzt mal zwischenfragen. Wir haben jetzt fast eine Stunde rum. Wollen wir ein kleines Päuschen zwischendrin machen oder wollen wir durchziehen? Also ich sehe jemanden denken, also machen wir eine kleine Pause zwischendurch und machen dann anschließend weiter. Ich werde aber noch mit dem Thema, bis wir zu den Mikrodaten kommen, noch abschließen wollen. Ja, das ist nämlich das zweite große Thema, was wir uns jetzt sozusagen vor dem kleinen Päuschen anschauen können, die Sitemaps. Ich möchte doch Google meine Inhalte, die Inhalte meiner Seite auf dem Silbertablett servieren. Sprich, ich möchte sie Google schmackhaft machen und sage, bitte indiziere meine Seiten, bitte indiziere meine Inhalte. Damit können wir es tun. Und wie wir das tun, das schauen wir uns sofort an. Sitemaps heißt, ich kann hier sehen, wenn ich eine Sitemap eingerichtet habe. Wir stellen sich natürlich jetzt nicht vor, wie es oft auf Webseiten so der Fall ist. Irgendwo gibt es einen Punkt Sitemap und daran sieht man dann schön eingerückt, welche Inhalte auf dieser Webseite zu finden sind. Hier geht es um eine maschinenlesbare Sitemap. Was das genau ist, können wir uns anschauen. Dafür gibt es schon mehrere Erweiterungen für Joomla. Ich habe mir mal eine rausgepickt, die ist auch relativ populär. Der eine oder andere wird es schon mal gehört haben. Vielleicht benutzen Sie auch Xmap. Xmap ist eine freie Erweiterung, die können Sie einfach mittlerweile über das Joomla Backend, über den Webkatalog installieren. Und wenn Sie Xmap installiert haben, haben Sie letztendlich zwei schöne Funktionen. Einmal, Sie bekommen eine Sitemap, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, die Sie auf der Seite verlinken können. Also wo Sie sagen, eine Inhaltsübersicht den Besuchern Ihrer Seite anbieten können. Xmap geht alle Menüs durch, die Sie haben, die Sie in Joomla angelegt haben, beziehungsweise wir werden auch gleich mal sehen, das kann man noch ganz konkret auswählen, welche Menüs tatsächlich durchgegangen werden sollen. Und damit können Sie eine schöne Sitemap erstellen. Also ich sage dazu mal eine HTML-Sitemap. Denn das Interessante, was ich dann für Google anbieten kann, ist diese XML-Sitemap. Mal ein kurzer Blick in die Xmap-Komponente selber. Also wir sind jetzt im Joomla Backend, haben jetzt Xmap aufgerufen und haben jetzt hier eine neue Sitemap angelegt. Ich kann also einen Titel angeben, habe auch wie üblich einen Alias, veröffentliche die und mache die für alle verfügbar. Dann kann ich dieser einzelnen Sitemap die entsprechenden Menüs zuweisen. Also ich habe zum Beispiel auf dieser Seite drei Menüs und habe gesagt, ich möchte das Hauptmenü für die Unterseiten drin haben, das Fußzeilenmenü, aber das Blindmenü nicht. Das sind also sozusagen dann alle Menüpunkte in diesen beiden Menüs, die dann im Inhaltsverzeichnis auftauchen. Im Blindmenü allerdings, das möchte ich nicht verlinkt haben, was da drin ist. Habe noch ein paar Möglichkeiten, bestimmte Optionen noch einzustellen. Compress XML, Beautify XML, das ist erstmal ein bisschen uninteressant, aber zu dem Thema XML werde ich gleich mal noch kommen. Denn die HTML-Sitemap ist die eine Seite, also für den Besucher wichtige Sitemap. Die XML-Sitemap ist das, was für Google wichtig ist. Denn wenn ich Google, was ich über die Webmaster-Tools tue, eine Sitemap liefere, dann tue ich das in einem konkreten Format, nämlich in XML. Und dieses XML-Format ist definiert über eine bestimmte Notation. Das steht ganz oben drin. Wo Sie sehen, www.w3.org 2001 XML Scheme Instance und so weiter und so fort. Also es gibt eine bestimmte Definition, wie eine XML Sitemap auszusehen hat. Deswegen Xmap, deswegen empfehle ich Xmap für diese Variante. Und dann sehe ich letztendlich für jeden Eintrag, der hier aufgebaut ist, ähnlich wie eine HTML-Seite, beginnend mit URL, endend mit einem schließenden URL und dazwischen sehe ich unter anderem die URL selbst, wann es das letzte Mal modifiziert worden ist, wann das geändert wird, wie oft es geändert wird in der Woche sozusagen und welche Priorität das hat. Das sind alles Standardeinstellungen, die kann man dann auch noch feintunen, wenn man das möchte. Aber zum Beispiel, wenn ich eine Änderungsfrequenz von einer Woche angebe, dann ist das sozusagen für Google eine Aussage zu sagen, komme wöchentlich wieder und öfters brauchst du nicht. Du kannst das gerne tun, aber du musst es nicht. Schwierig. Ich habe mich damit noch nicht befasst. Ich habe mich mit dieser Definition, was in der XML-Sitemap drinstehen muss, noch nicht befasst. Deswegen kann ich dazu keine konkrete Aussage geben. Vielleicht gibt es jemand anders, der sich damit schon mal befasst hat. Aber was die Priorität betrifft,
ich habe damit noch nie spielen müssen, weil es immer funktioniert hat, weil bei mir die Seiten, die ich drin habe in der Hierarchie, immer gleichwertig sind. Wenn ich jetzt aber was herausstellen möchte, kann man natürlich da mal probieren, ob es jetzt dort irgendwas gibt, was ich herausstellen möchte. Allerdings, wenn man mal hier zurückschaut, ich kann das nicht pro Eintrag festlegen, sondern nur pro Menü. Das sieht man nochmal wieder, was dann im XML drin erscheint. Also die 0,5 in der Priorität kann ich nur für das Fußzeilenmenü insgesamt festlegen und nicht für nur einen Menüpunkt. Daher wird also sozusagen immer das Gesamte verändert, das gesamte Menü oder alle Menülinks innerhalb eines Menüs. Also nicht, ich habe nicht die Möglichkeit, so Sachen pro Menüpunkt fein zu tun. Aber wie gesagt, weiterführen ist gar nicht so seine Sache, da habe ich null Erfahrung. Laut Definition wahrscheinlich, ne? Ja. Du hast eigentlich die Frage schon fast selber beantwortet. Wenn die Sitemap, also wenn der Inhalt sich von der Desktop-Seite zur mobilen Seite unterscheidet, dann wäre es aus meiner Sicht sinnvoll. Wenn natürlich beide Inhalte identisch sind, dann sehe ich keinen konkreten Grund dafür. Ja. Ja. Also ich habe jetzt zurzeit einen konkreten Anwendungsfall. Da ist eine Seite, die einfach aus der Geschichte gewachsen ist und damit in dem Fall hier ein altes Kauftemplate drauf hat, nicht responsive. Sprich, ich habe also eine Seite, die ist für Mobilgeräte nicht ausgerichtet. Wenn man jetzt eine Seite neu launcht oder relauncht, dann ist es ja in der Regel so, dass ich eine responsive Webseite habe, also die sich automatisch für alle Geräte anpasst. Wenn es nicht unbedingt gewünscht ist, dann habe ich meistens auch identische Inhalte. Außer es macht jetzt bei einem bestimmten Inhalt, wie zum Beispiel in einem großen Video, keinen Sinn, das auf Mobilgeräten anzuzeigen. Wenn ich also einen Inhalt habe, wo nur ein riesen Video drin ist, ein Produktvideo, was ich aber nur auf der Desktop-Seite vernünftig darstellen lasse, dann lasse ich es dann einfach auf der mobilen Seite weg. Aber in dem Anwendungsfall habe ich das so gemacht, dort haben wir eine Weiche eingebaut, das heißt also, wenn der Besucher auf die Seite kommt, der identifiziert sich mit seinem Browser entweder als normaler Rechner, als Smartphone oder als Tablet, dann wird er auf die entsprechenden Seiten weitergeleitet. Also eine Weiche aus vorsintflutlichen Zeiten, also wo das noch mit responsive noch kein Thema war, aber das funktioniert nach wie vor und kommt auf eine separate Seite. Das heißt, ich habe hier eine komplette separate Seite, die auch einen separaten Menübaum hat. Auch das wäre wieder aus meiner Sicht ein Anwendungsfall, wo ich sagen kann, hier kann man wieder eine komplette Seite indizieren. Wenn natürlich Google selber sagt, wenn ihr keine Seiten für die entsprechenden Geräte eingereicht habt, dann würde ich es natürlich trotzdem probieren, um einfach zu sagen, schauen wir mal, was daraus wird. Denn wenn Google auf Deutsch gesagt meckert, dann wird es einen Grund haben. Und wir haben ja ganz am Anfang schon mal gesagt, warum nicht nach Googles Spielregeln spielen, solange Google noch sozusagen der Platzhirsch ist und nicht nach Googles Spielregeln spielen muss, wenn ich Erfolg haben will, dann würde ich es eher tun. Ja. Hast du da Erfahrung damit? Hast du da eventuell schon mal eine Sitemap eingereicht, die identisch ist? Nee, also ich habe es halt nicht als sinnvoll empfunden. Ich denke, der Aufwand ist überschaubar, gerade mit der Komponente, mit Xmap legt man einfach eine neue Sitemap an und dann hat man die entsprechend da. Was natürlich trotzdem interessant ist, ich kann mit Xmap auch noch eine Sitemap, eine News-Sitemap und eine Images-Sitemap anlegen. Auch das sind Anwendungsfälle, wo ich sagen muss, habe ich bis jetzt noch nie gebraucht und nie gemacht,
Auch damit könnte man natürlich spielen, indem man solche Sitemaps anlegt, weil XMap generiert diesen Code ja automatisch. Der Code ist automatisch da, den muss ich dann letztendlich nur an Google liefern. Also über die Webmaster-Tools an Google Bescheid geben. Also letztendlich ist es nichts anderes, als dass ich diesen generierten Code bzw. die generierte URL von XMap nehme und diese URL dann einfüge und somit an die Google Webmaster-Tools liefere. Mehr ist da letztendlich nicht dazu. Das nächste sind also Sicherheitsprobleme, die von... Ja, bitte. Ich kann mit XMap, also da lehne ich mich jetzt damit aus dem Fenster, ich habe das mal gemacht, habe es dann nie wieder gebraucht, weil Google damit zufrieden ist. Ich kann damit sozusagen eine Text-URL anlegen, also sprich, dass dann das also keine URL ist mit vielen, vielen Parametern hinten dran, sondern die endet dann in www.germanist.de/sitemap.xml. Und das sollte theoretisch auch gehen, wenn es nicht geht, dann würde ich mir damit behelfen, dass ich den Link aufrufe, mir den Link im Quelltext anschaue, den Quelltext kopiere, in eine Textdatei kopiere und diese einfach Sitemap.xml nenne, hochlade und dann habe ich sie auch faktisch drin als einzelne Datei. Solange ich nichts ändere. Ja, ne, aber das wäre sozusagen die Krücke, mit der ich mir behelfen würde. Es gibt letztendlich von Bing ein Äquivalent zu den Google Webmaster Tools. Ich habe damit aber keine Erfahrung und kann also nichts weitergeben. Theoretisch könnte es ja sein, dass es eine ähnliche Funktion gibt für diese Sitemap-Frage wie bei den Google Webmaster Tools. XMap erstellt nicht eine neue Sitemap, wenn ich es nicht XMap sage. Wenn ich ständig änderte Inhalte habe, also sprich, ich füge jetzt dem Menü neue Punkte hinzu oder es fallen welche weg, dann muss ich das Generieren der Sitemap anstoßen wieder. Also das müsste man dann auch im Anwendungsfall nochmal bringen. Ich habe da jetzt, also bin ich mal natürlich jetzt nicht mal ganz sicher. Also ich jetzt was Falsches sage, würde ich lieber sagen, wir probieren es dann mal gemeinsam. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass XMap nicht automatisch neu generiert. Weil ja, wenn Sie jetzt neue Inhalte einfügen, einen neuen Blogartikel einfügen und sowas, dann betrifft es ja nicht die Seitenstruktur. Ich habe zwar mehr Inhalt, aber die Seitenstruktur, also sprich, welche Menüpunkte da sind, bleiben ja gleich. Es ändert sich ja nur dann was, wenn ich Menüpunkte ändere. Und dann muss ich ja die Sitemap auch neu erstellen. Also letztendlich, dieser Punkt, diese XML-Sitemap muss ich dann, wenn ich meine Menüstruktur ändere, auch nochmal neu, also ich muss jetzt keine neue Sitemap anlegen, sondern ich muss die Generierung nochmal neu anstoßen. Das wollte ich damit sagen. Bei Google muss man das anstoßen. Nee, hier im Tool. Ich bin aber wie gesagt nicht ganz sicher. Ich würde es mal ausklammern und sagen, es kann natürlich auch sein, dass das XMap selber macht. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich da einfach nochmal schauen, ob das alles mit drin ist. Spätestens dann, wenn es mit Google Webmaster zu prüfen werden, zu sehen, ist denn die neue Struktur automatisch drin oder nicht. Man kann ja letztendlich, wie wir es vorhin schon in den Tools gesehen haben, URLs direkt überprüfen, sind sie indiziert oder nicht. Darüber könnte man es testen. Dass es wöchentlich überprüft wird in den Menüs, die Change-Frequency, das ist eigentlich nur der Definition dieser XML-Datei geschuldet, weil dort muss ein Wert rein. Das heißt aber nicht, dass die Komponente XMap automatisch die Änderung vornimmt. Sagen Sie noch eine Frage? Ja. Wenn ich eine 1 eintrage, ist es halt höchste Priorität und 0,0 wäre die niedrigste und dann kann ich halt den Wert
Und das würde dann wahrscheinlich auch nur wieder Sinn machen, wenn ich für solche Seiten, denen ich bestimmte Prioritäten zuweisen möchte, den müsste ich letztendlich, wenn ich die Komponente XMap benutze, ein separates Menü zuweisen, damit ich auch dieser einzelnen Seite einen anderen Wert zuweisen kann, weil sonst habe ich wieder den Wert pro Menü. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon weit über die Zeit hinaus. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine kurze Pause und steigen dann einfach direkt weiter ein. Machen wir 5 Minuten? Wäre das in Ordnung? Ja. So, also willkommen zurück. Ich würde mal ein paar Dinge noch abkürzen. Laut Zeitplan, den wir gerade sehen, haben wir jetzt noch knappe 40 Minuten Zeit. Wenn wir sozusagen im Anschluss noch ein bisschen Fragerunde machen wollen, wird es nämlich relativ eng. Deswegen versuche ich mal einfach mal ein paar Sachen, die wir noch einfach durchwandern wollen, mal ein bisschen zu straffen. Der nächste Punkt in den Google Webmaster Tools, der ist vor allem dann wichtig, wenn das erscheint oder in den Browsern Ihrer Kunden erscheint, so eine rote Warnung. Dann hat es irgendwas mit der Webseite auf sich. Dann könnte es sein, dass diese Webseite eventuell unter gewissen Umständen gehackt wurde. Wenn diese Warnungsseiten kommen, jeder Browser, Chrome, Firefox und wie sie alle heißen, die geben diese Seite ein bisschen anders aus, die schreiben ein bisschen was anders rein. Auf jeden Fall rot ist in dem Falle nicht gut. Also zu viel rote Farbe dort in diesen Boxen, wenn ich meine eigentliche Webseite aufrufen will, dann passt irgendwas nicht. Selbst Google in den Suchergebnislisten schildert dann so eine Seite tatsächlich auch mit diesen Worten, jetzt im Englischen steht es dann hier, this site may harm your computer. Indem man also wirklich dort nochmal sieht, wenn Sie diese Webseite jetzt anklicken und Sie alle Warnungen ignorieren, dann könnte es sein, dass Sie Besuch von netten kleinen Tierchen bekommen. Wie auch immer, dann ist irgendwas falsch mit dieser Webseite und wenn ich das tatsächlich habe, natürlich, nachdem ich dann nach allen Regeln der Kunst mein System, mein Joomla wieder auf Vordermann gebracht habe, Joomla Security ist auch mit hier vertreten, können Sie gerne nachfragen, wie man das am besten macht, oder joomlasecurity.de, werden Sie auch sehen, wie man dann Geheimnis Joomla wieder auf Vordermann bringen kann und was da die beste Vorgehensweise ist. Wenn ich es denn getan habe und mir dessen sicher bin, ich habe es getan, dann kann ich auch hier in die Google Webmaster Tools reingehen und kann dort diese Sicherheitsprobleme entsprechend lösen. Wir konnten keine Sicherheitsprobleme für Ihre Webseite finden. Das ist natürlich die schönste Aussage, die man so haben kann. In dem Falle auch in meiner Beispielseite germanist.de auch so. Deswegen gibt es keine großen Ausgaben. Aber Google hat auch hier 2 schöne Dokumentationen noch geschrieben, die man sich auch mal durchlesen kann zum Thema gehackte Webseite. Wie bekomme ich sie wieder in den Google-Suchergebnislisten möglichst schnell als nicht mehr gehackt gekennzeichnet, weil das sind tatsächlich auch gerade, Sie werden es verstehen und Sie werden es vielleicht auch wissen, gegenüber dem Kunden Dinge, die man nicht sehen möchte, die man vor allem nicht lange sehen möchte, wenn dann wirklich irgendwas gewesen ist. So kann ich gehackte Webseiten direkt in den Google Webmaster Tools wieder markieren. Google, ich habe es erledigt, ich habe es wieder in Ordnung gebracht. Das mache ich in den Webmaster Tools an dieser Stelle. Ja, und der letzte Punkt in dem großen Menü in den Google Webmaster Tools sind die sogenannten weiteren Ressourcen. Das sind ganz interessante Dinge, die ich bis auf 2 auch noch nie benutzt habe. Aus dem Grund werden wir uns auch bloß noch die 2 angucken, die wir jetzt hier stehen haben. Einmal das Testtool für strukturierte Daten. Da steigen wir in das Thema Mikrodaten einfach mal ein und nehmen uns jetzt einfach die Zeit, die noch zur Verfügung steht, dazu. Und die PageSpeed Insights. Das ist also noch was zur Geschwindigkeitsauswertung von Webseiten. Das möchte ich, wenn es irgendwie zeitlich noch ranpasst, noch mal kurz mit angesprochen haben. Interessant sind diese Punkte deswegen auch, weil unter weiteren Ressourcen tauchen auch immer da neue Tools aus, die sozusagen frisch aus den Google Labs, aus den Google Developer Programmen entstanden sind und die werden erstmal hier reingepackt, bis sie wahrscheinlich dann irgendwann mal direkt in das Menü mit übernommen werden. Das sind sozusagen also alles Tools, das sind alles Möglichkeiten, die Google in seinem Webmaster Tool zur Verfügung stellt, die wahrscheinlich noch einen gewissen Status, einen gewissen Teststatus haben. Nichtsdestotrotz sind sie gut benutzbar, vor allem das Testtool für strukturierte Daten. Hier habe ich jetzt einfach mal was probiert. Ich habe einfach mal mit diesem Testtool, wenn ich also da drauf gehe, kann ich eine URL eingeben. Ich habe also einfach mal einen Beitrag aus meinem Blog genommen und habe mal geguckt, was passiert dann so.
In der Vorschau sehe ich letztendlich diesen kleinen Abschnitt, der auch in der Suche, in der Google-Suchergebnisliste auftauchen würde, in den SERPs auftauchen würde. Natürlich wird dann unten drin ein anderer Text stehen, als dieser Ausschnitt der Seite wird hier erscheinen und so weiter und so fort. Dort steht natürlich entsprechend kontextbezogen das aus meinem Inhalt drin, was gesucht worden ist, also wo die Suchworte drunter vorkommen. Da ist ja Google so flexibel, dass sie immer den Ausschnitt nehmen, der auch dementsprechend mit vorkommt. Und jetzt sucht Google nach Mikrodaten. Sind auf meiner Seite Mikrodaten vorhanden? Und das ist das, was Google gefunden hat. Interessant ist erstmal ganz oben links der RDFA-Node. RDFA, ich stelle es dann gleich nochmal vor, ist ein Typ von drei Typen von Mikrodaten oder von drei Formaten, die es gibt. Und daraus hat Google ein paar Sachen gefunden, nämlich erstmal das Verhältnis, die Wichtigkeit und die Beschreibung. Also es geht letztendlich ein Stück weit um den Autor. Dann habe ich den Wert, wo die URL ist, wo ich eventuell mehr über den Autor erfahren könnte. Ich habe die Property-URL nochmal drin, den Titel, was es für ein Typ ist, auch das ist wichtig. Mikrodaten sind immer abhängig vom Typ. Mikrodaten beschreiben immer verschiedene Typen, das schauen wir uns dann nochmal konkret an. Und was für ein Bild noch an diesem Artikel mit dranhängt, auch dazu gibt es die URL dazu und die Beschreibung, die in den Mikrodaten zu finden ist. Das ist ähnlich, ich sag's mal, ganz annähernd vergleichbar mit den Metadaten, also mit der Metabeschreibung, wie es früher mal so war. Aber da legt man ja auch keinen großen Wert drauf, deswegen Mikrodaten. Ich habe jetzt hier mal ein wesentlich schöneres Beispiel noch genommen. Peter Martin, das ist gerade nicht da, nee, hat im Community-Portal unter magazin.joomla.org einen schönen Artikel zum CMS Critics People's Choice Award geschrieben und diesen Artikel wollen wir einfach mal auseinandernehmen. Weil hier können wir nämlich schon eine ganze Menge mehr Daten auswerten, die in diesem Artikel zu finden sind. Wir haben gerade gesehen, ich gehe vielleicht nochmal zurück, das ist also der Artikel, ich habe also hier die Überschrift, ich habe stehen, wird bei Peter Martin, wann es veröffentlicht worden ist, in welcher Sprache da drin ist, das sehe ich in dem kleinen Fähnchen. Ich habe dann nochmal ein paar Überschriften, ich habe ein Bild und weiter unten sehe ich noch die heute im Blogbetrieb üblichen Social-Media-Verlinkungen. Ich habe hier noch eine Information zum Autor, wie oft es gelesen worden ist, die auch nicht ganz unwichtigen Tags. Und ich habe darunter dann noch dementsprechend die Möglichkeit, Kommentare einzugeben oder hier Kommentare zu sehen, die schon eingegeben wurden. So, was extrahiert man denn mein Mikrodatentool von Google daraus? Hier sehen wir also schon erstmal dasselbe, sieht schon mal so genauso aus wie in meinem Artikel von vorhin. Und jetzt sehe ich schon ein bisschen mehr zum Publisher. Allerdings sagt Google, das ist kein überprüftes Publisher-Markup. Markup ist letztendlich einfach nur eine Umschreibung für die detaillierten Daten, für den Typ. Das heißt also, dieser Typ, Publisher, der fehlt hier, aber es sind eine ganze Menge andere Daten vorhanden. Aber zum Beispiel trotzdem extrahiert Google aus diesem einen Beitrag den Link zu Peter Martins Google Plus Seite. Das ist in den Mikrodaten mit enthalten. Was ist noch enthalten? Auch hier wieder in dem RDFA-Format. Ich habe hier wieder über den Autor einiges stehen, ich habe dann letztendlich über den Artikel einiges stehen. Ich sehe auch, dass es tatsächlich ein Artikel ist, also sprich, also kein Produkt im Sinne von einem Shop, ich verkaufe was, nicht so ein Artikel, sondern ein Artikel im Sinne von einem Beitrag, also einem inhaltlichen Beitrag. Auch das kann ich definieren. Was gibt es noch weiter? Wenn wir jetzt auf der Webmaster Tools Seite wären und würden weiter runter scrollen, dann hätte ich noch mehr Informationen. Einmal zum Thema Sprache. Auch hier habe ich nochmal Sprache, in welcher Sprache das geschrieben worden ist. Die Überschrift, die Headline, also das wird letztendlich, wenn es in mehreren Sprachen zum Beispiel vorhanden ist, das ist ja der Zusammenhang, weshalb die Sprache so wichtig ist bei mehrsprachigen Seiten, beziehungsweise bei Inhalten, die in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen, dann kann ich dort noch eine ganze Menge Möglichkeiten abrufen, die Bezug nehmen zum Artikel vorhanden sind. Also hier zum Beispiel eine ganze Menge Daten, wann es veröffentlicht worden ist, wann es geschrieben worden ist, wann es zuletzt verändert worden ist. Das sind alles Dinge, die hier in diesem Artikel in den Mikrodaten untergebracht worden sind.
Und hier ist nochmal eine Info zur Person. Das stand in dem, sozusagen in dem Kästchen unter dem eigentlichen Artikel drin. Und natürlich noch nicht nur der Name der Person, sondern auch noch das Bild. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn in diesem Kontext auf dieser Webseite im Quelltext dann steht. Ich möchte mich dazu nicht lange aufhalten, ich kenne Ihren Kenntnisstand nicht, deswegen möchte ich nicht zu tief in die Materie gehen, aber soweit, dass man erstmal sieht, wo kommen denn diese Inhalte, die Google jetzt in diesen Mikrodaten rausgepickt hat, wo kommen denn die überhaupt vor? Eine ganze Menge sehe ich zum Beispiel hier überall, wo Meta davor steht, im Head-Tag, im Abschnitt, wo also zum Beispiel steht, Property, OG, Doppelpunkt URL, OG, Doppelpunkt Title, OG, Doppelpunkt Type und so weiter und so fort. Das sind zum Beispiel Daten, die darüber ausgewertet werden. Was aber wesentlich wichtiger und für uns interessanter ist, sind alle Daten, die irgendwo mit diesem Item-Prop davor kommen. Was hat es denn mit diesem Item-Prop auf sich? Das wollen wir uns mal genauer anschauen, nachdem wir mal überlegt haben, ja, wozu gibt es denn diese Mikrodaten überhaupt? Ist das wieder so ein Titel, wo uns Google sozusagen in eine Zweiklassengesellschaft aufteilen will, wo man also sagen, eine, die das benutzen und eine andere, die das nicht benutzen. Und die es benutzen, die werden bevorteilt. Ja, man könnte natürlich sagen, klar, Google empfiehlt sie tatsächlich, deswegen ist es immer ratsam, die zu benutzen. Aber der zweite Grund ist eigentlich der wesentlichere. Nämlich Google möchte maschinenlesbaren Kontext sehen, sprich in den Suchergebnislisten aufführen. Heißt auf Deutsch maschinenlesbar, mache ich meine Inhalte dadurch, dass ich sage, im Inhalt, schönes Beispiel, Jaguar, kommt das Wort Jaguar vor und im Inhalt erkläre ich aber Dinge, zum Beispiel wie man, was weiß ich, einen Jaguar zu Hause halten kann. Das ist halt so der Inhalt meines Textes, es geht aber nicht um die Automarke. Das kann aber oder können die Bots nicht von sich aus unterscheiden. Das muss ich denen irgendwo plausibel machen. Und das ist sozusagen einer der Gründe, wo Google sagt, dann bitte macht es plausibel und nutzt dazu die Mikrodaten. Ja, es geistert durchs Netz dieser Begriff Rich Snippets. Und da spielt auch immer das große Thema Mikrodaten eine Rolle. Ja, was sind denn eigentlich Rich Snippets? Ich hatte es sozusagen im ersten Teil schon mal ein Stück erwähnt. Rich Snippets heißt letztendlich nichts anderes als reichhaltige Daten, reichhaltige kleine Abschnitte. Also es darf sozusagen ein bisschen mehr sein als nur das, was Google automatisch aus meinen Inhalten ausliefert, wenn ich keine Mikrodaten nutze. Und Rich Snippets ist sozusagen das kleine bisschen mehr an Informationen, zusätzliche kleine Inhaltsauszüge. Das sind zum Beispiel Beispiele, die Google selbst in der Dokumentation zur Verfügung stellt. Ich habe jetzt also hier einen schönen Ausschnitt aus dem Extension Directory, wo ich also sehe Microdata Google Breadcrumbs und dort sehe ich zum Beispiel als zusätzlichen Inhalt die Bewertung dieser Extension. Das ist also sozusagen das kleine bisschen mehr. Diese Bewertung ist mit drin. Oder aber ich habe hier unten ein paar andere Beispiele. Einmal zum Beispiel das Restaurant, das Little Water, die Little Water Cantina, auch die hat eine Bewertung mit drin, wo ich also sehe, in dem Fall natürlich nicht, das Beispiel ist ein bisschen schade, weil der Preis fehlt, beziehungsweise die Preisspanne fehlt, aber wo ich zum Beispiel sehe, wie viele Leute das bewertet haben. Also nicht nur die Bewertung selber, sondern eben letztendlich auch die Anzahl der Bewertungen. Oder hier, auf dieser Seite sehe ich sozusagen die Rich Snippets zu einem Gericht, eine vegetarische, sogar eine vegane Pizza mit ohne Käse, wo man also sieht das Rezept und dort das Rezept mit auftaucht. Oder das schöne Beispiel hier noch, das eine ein Album von Leonard Cohen, wo man also sieht, was für Tracks sind denn auf diesem Album drauf. Die relativ bekannte Seite Last.fm listet also sozusagen die Tracks mit auf, die in dem Album drin sind. Das sind also alles kontextbezogene Daten, die abhängig vom jeweiligen Inhaltstyp noch zusätzlich mit in den Suchergebnissen ausgegeben werden.
Und damit kommen wir letztendlich zu diesen drei verschiedenen Formaten, die es tatsächlich gibt. Das sind irreführende Begriffe, weil es gibt einmal das Mikrodatenformat, da ist sich auch die Literatur nicht ganz so einig. Das sieht quelltextmäßig so aus, da wird eben das sozusagen einfach eingebaut in die Tags, in die HTML-Tags, die diese Mikrodaten einschließen. Genau auch hier, das sind wieder diese Mikroformate, wie gesagt, das ist also fast vom Begriff her nicht zu unterscheiden, nur dass hier das alles über Klassen, also die eigentlich sozusagen mit CSS anzusprechen sind, über Klassen eingebaut werden. Ich sage dann auch noch gerne was dazu, wie man es dann erzeugt. Das ist ja das Interessante, weil man dann selber überlegen, mit Joomla solche Mikrodaten zu erzeugen. Ja, und das Letzte, was auch heute Michael Babcock gesagt hat, dass letztendlich auch viel in Joomla entstanden ist und wo auch da Wert drauf gelegt wurde, das dritte Format sind die RDFA. Die sind so definiert, wie wir es jetzt hier drin haben. Nochmal über eine andere Variante, aber auch hier sieht man wieder alles eingebunden in die entsprechenden HTML-Tags. Ja, warum ist es nicht so einfach? Ich kürze das jetzt alles mal ein bisschen ab. Mikrodaten zu extrahieren, ja, ich muss sie ja erstmal haben, ich muss sie ja erstmal auslesen. Wir haben ja in dem Artikel von Peter Martin gesehen, alles das, was an Mikrodaten ausgelesen werden konnte über die Webmaster-Tools, ist auf der Seite tatsächlich auch irgendwo sichtbar. Ob das jetzt irgendwelche Daten sind, Veröffentlichungsdaten und so weiter und so fort, Informationen zum Autor. Oder aber wenn wir jetzt weiterdenken, bei einem Album, einem Musikalbum, die Informationen zu den darin enthaltenen Musikstücken müssen ja irgendwo abrufbar sein. Google unterstützt zurzeit diese Typen, die wir jetzt hier sehen, People, Events, Reviews, Products, Recipes and Breadcrumb Navigation. Also ich kann sogar einen Brotkrumenpfad als Mikrodaten definieren, indem ich sie entsprechend mit Quellcode hinterlege. Ich habe das einfach mal jetzt übernommen, also die anderen Suchmaschinen, die auch nicht ganz unwichtig sind, Yandex, Bing und Baidu, da wird es ähnlich gegeben. Die Definitionen, die über scheme.org liefern, also scheme.org, die sind noch weitaus größer. Also ich kann auch wesentlich mehr Typen festlegen, die über diese Seite definiert sind, die werden aber noch nicht alle ausgeliefert. Wobei, das kann natürlich jetzt auch bald hinfällig sein, weil sich auch diese Menge an Daten, die unterstützt werden, an Datentypen, die unterstützt werden, ändern werden. Ich habe noch eine Sache vergessen. Wichtig für uns ist, Joomla gibt Mikrodaten aus, ist mit Stand der Technik, mit der aktuellen Joomla-Version möglich. Joomla gibt Mikrodaten aus. Auch das haben wir heute früh schon gehört. Aber nicht alle Typen. Aber diese Ausgabe, und das ist der Ansatzpunkt, weshalb für mich so wichtig ist. Ich kann diese Ausgabe der Mikrodaten dementsprechend verändern, zum Beispiel über Template Overrides. Ab Joomla 3.2 wurde die Bibliothek namens JMicrodata implementiert, die überhaupt das ermöglicht, die Mikrodaten so auszuliefern, dass ich sie dementsprechend in meine Tags einbauen kann. Und ab Joomla 3.3, also alles ganz neu, ist es sozusagen eine Ausgabe aus dem Core. Ist also fest mit drin verankert. So sieht ein typisches Beispiel, das habe ich mir von scheme.org mal gezogen, so sieht das einfach aus. Wenn man einen Artikel, also einen normalen Blogartikel beispielsweise, ausgibt. Das heißt also, irgendwo habe ich eine Überschrift, ich habe den Autor, ich habe dort eine Bewertung und ich habe den eigentlichen Text. Und der wird dann entsprechend in diese Tags gepackt. Wie die Tags natürlich aussehen, ob das jetzt Diffs sind oder ob das Beschreibungen sind, das ist natürlich völlig egal. Wichtig sind die Auszeichnungen als Mikrodaten. Und deswegen sage ich auch hier nochmal, Mikrodaten können per Template Override ergänzt und auch dementsprechend verändert werden. Hier ist ein schönes Beispiel. Da verweise ich einfach mal auf die offizielle Dokumentation von Joomla, wo das Beispiel auch herstand, beziehungsweise wo auch da noch viel mehr dazu steht, wie man die Mikrodaten gewinnt, wie man es im eigenen Template oder Template Override nutzen kann. Und
was letztendlich die Voraussetzung davon ist. Wir haben jetzt also bis jetzt immer bloß im Quelltext, in den Quelltextbeispielen so Sachen das Ergebnis gesehen. Hier sehen wir aber letztendlich, was mit PHP-Befehlen überhaupt in die Ausgabe gebracht werden kann. Hier ist letztendlich das Ergebnis von dem, was man gerade gesehen hat. Jetzt habe ich die falsche Taste benutzt. Das ist also letztendlich der PHP-Quelltext und das ist die HTML-Ausgabe von diesem einen Beispiel. Ich nehme mal an, dass auch derjenige, der das Beispiel hier erstellt hat, das ist auch, glaube ich, der Student, von dem Michael Bertburger vorhin gesprochen hat. Er hat eine ganze Menge dazu auch im Magazin von Joomla.org geschrieben. Wer sich also mit dem Thema Mikrodaten ein bisschen intensiver befassen will, der sollte einfach mal da einen Blick drauf werfen. Zu guter Letzt habe ich zum Thema Mikrodaten einfach mal nochmal einen Blick in das Extension Directory geworfen und habe mal geschaut, was alles so drin ist. Es gibt ein paar Erweiterungen, wo man sagen kann, die würden das gut ergänzen. Zum Beispiel hier die Google Breadcrumbs ist ganz interessant. Die ersetzen sozusagen das ursprüngliche Modul, was im Joomla Core enthalten ist und werten das Modul nur dahingehend auf, man sieht erstmal nicht viel, man sieht nur, wenn man in den Quelltext reinschaut, da sind die Mikrodaten schon drin. Also ich bräuchte zum Beispiel kein extra Override für das Breadcrumb-Modul, wenn ich mir zum Beispiel diese Erweiterung Microdata Google Breadcrumbs installiere. Das ist ein typisches Beispiel davon. Es gibt noch einige Erweiterungen, die auch käuflich erworben werden. Es gibt ein großes Bündel an Erweiterungen für Shops, für Artikelsysteme. Sprich, einer der wichtigsten Anwendungsfälle aus meiner Sicht ist letztendlich Mikrodaten als Rich-Snippets auszuliefern für bestimmte Produkte oder für Shops. Das Stichwort Google Shopping sei ja mal genannt. Ne? Wenn Sie dann Google irgendwo eine Anfrage stellen und ich kriege eine Produktauflistung und sehe dann alle Produkte, die da drin sind, dann ist das tatsächlich auch der direkte Anwendungsfall für Rich Snippets in Produkten. Ja, und ich hatte versprochen, so viel Zeit haben wir jetzt hoffentlich noch. Ich werfe einfach mal einen kurzen Blick auf die PageSpeed Insights, der letzte Punkt von den Google Webmaster Tools, und analysiere einfach mal die Seite www.germanist.de. Hier haben wir ein schönes Prinzip, ein allen bekanntes, das Ampelprinzip, wo wir also sehen, alles was rot markiert ist, da ist eine Behebung erforderlich, gelb, Behebung empfohlen, und grün ist alles das, was in Ordnung ist. Und wir haben auch ein Bewertungssystem, wo man also sieht, bei 100 ist immer auf der absolut sicheren Seite, da gibt es laut Google Page Insight nichts mehr zu optimieren, aber bei zum Beispiel hier 47 von 100 gibt es noch eine ganze Menge zu optimieren. Ich habe mir natürlich jetzt überlegt, ob ich die folgende Folie überhaupt mit anbringe, weil das zeigt einfach ganz deutlich, dass auf meiner Seite tatsächlich noch viel Potenzial besteht, aber das ist halt natürlich einfach mal so. Auch hier könnte man ansetzen und könnte sagen, was kann man denn hier noch optimieren oder was kann man hier noch korrigieren, um einfach die Geschwindigkeit zu verbessern. Beispielhaft sei ja zu nennen, dass zum Beispiel auf der Seite noch Google eine ganze Menge JavaScript findet, einzelne JavaScript-Dateien, die eingebunden werden, die über bestimmte Methoden noch besser eingebunden werden können, die zusammengefasst werden könnten und damit einfach die Ladezeit auch verkürzen könnten. Das prangert Google hier sozusagen an. Interessant an dieser Auswertung ist natürlich auch noch, dass Google einen Unterschied zwischen Mobilgeräten und Desktop-Geräten macht. Und hier haben wir letztendlich die Desktop-Variante. Da ist interessanterweise so, dass die Bewertung, vorhin waren es 47 Punkte und hier sind es 58 Punkte, die Bewertung ein Stück weit abweicht. Einfach weil für die Desktop-Seite manche Dinge nicht so relevant sind wie für Mobilseiten. Daher ist es ein durchaus interessantes Tool für sagen wir einfach mal die Analyse und dann eben immer das Gegenprüfen. Ich habe jetzt eine Maßnahme durchgeführt, hat das Sinn gemacht, hat sich ja was verbessert, ich sehe es direkt an den Punkten. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge anderer Tools, teils kostenlose Tools, teils kostenpflichtige Tools, ich weiß nicht, ob Markus dann noch da noch ein paar vorstellen wird, aber es ist interessant, dass die PageSpeed Insights einfach als Teil von den Google Webmaster Tools hier irgendwo alles auf einen Tisch mitbringen. Und deshalb ist es immer so, als
ein Entwickler oder eben als ein Supporter für Content-Management-Systeme, die Webseiten erstellen, ist man immer mit einem Bündel, mit einem Bauchladen an Werkzeugen unterwegs. Und ich mag es deswegen, auch mit diesen Google Webmaster Tools zu arbeiten, dass man sagt, man hat irgendwo alles an einem Platz. Ne? Und es gibt sicherlich Werkzeuge, die viele Funktionen auch mit haben und die noch mehr Funktionen haben, aber grundlegend ist das für den Anwendungsfall zu sein, ich habe hier was zu optimieren, ist das für mich eine brauchbare Lösung, das zu benutzen. Die Quellen, wie gesagt, brauchen Sie nicht abtippen, ich stelle es dann online, die ich hier zur Rate gezogen habe. So viel erstmal vielen Dank dafür. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn also noch Fragen offen sind, dann bitte stellen Sie die Fragen. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Das weiß ich nicht. Also ich habe als Browser-Tool immer das YSLO genutzt. Das YSLO, also YSLOW. Das, wenn ich nicht ganz falsch liege, müsste das von Yahoo entwickelt worden sein. Da habe ich die PageSpeed-Erweiterung nie genutzt. Kann natürlich sein, müssen wir mal gucken, ob es das irgendwo in dem App-Market gibt. Ich weiß nicht genau, wie das heißt bei Google, ob die noch mit drin ist. Die Frage ist, ob dieselbe Engine genutzt wird, was ich aber vermuten würde. Weil es ja irgendwo alles auf Basis von Google gewachsen ist. Also das können wir gleich mal überprüfen. Das kann ich aber dazu nicht sagen. Nee. Versuch's nochmal von vorne ein bisschen aufzudröseln. Die Mikrodaten. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Bleiben wir mal bei der Folie, weil wir hier schöne Beispiele haben. Wir gehen nochmal einen ganz anderen Schritt zurück. Stellen Sie sich einmal vor, Sie suchen, Sie haben gerade eine Webseite fertiggestellt. Und überprüfen mal, oder die Seite ist schon länger relaunched worden, und überprüfen mal, inwieweit ist die Seite denn schon indiziert. Wir können mal ein einfaches Beispiel machen. Ich habe jetzt einfach mal, also der Befehl ist Ihnen allen bekannt, ich habe jetzt einfach mal sozusagen geschaut, was denn in den Ergebnislisten auftaucht, nur auf dieser einen Domain. Dann sehe ich die entsprechenden Einträge, die hier indiziert worden sind. Dieser Text, der hier im Suchergebnis zu finden ist, wo kommt der her? Der kommt aus den normalen Inhalten meiner Seite. Da wird also von Google automatisch extrahiert. Ja, na, also das nach den Regeln, wie Google das derzeit bewertet, auch das kann sich mal ändern, dass vielleicht die Metadaten irgendwann mal gar nicht beachtet werden. Wird dieser Text hier erzeugt. Wir könnten auch mal eine ganz andere Seite, unabhängig von meiner eigenen Seite, mal eine ganz andere Abfrage starten. Ich habe jetzt eine ziemlich konkrete Abfrage eingegeben, aber hier sieht man das nochmal deutlich. Also hier ist dieser Text zu finden. Und was hier drin steht, was hier zum Beispiel fett auch markiert ist, das ist das Datum, das ist Ort Köln und Joomla Day. Das ist letztendlich der Extrakt aus meiner Suchabfrage. Das heißt also, hier drin wird auch das dargestellt, was aus meinen Keywords gewonnen hat. Also die werden nochmal hervorgehoben. Das ist aber noch nichts von dem, was ich dem Besucher bzw. dem, der die Suchergebnisliste anzeigt, mitgeben will.
Vielleicht will ich ja auf meiner Seite dem was ganz anderes mitgeben. Vielleicht will ich dem ja gar nicht das geben, was Google automatisch extrahiert, sondern ich möchte ihm bestimmte Informationen weitergeben. Bestimmte Informationen zu meinem Produkt. Bestimmte Informationen zu meiner Veranstaltung. Bestimmte Informationen zu einem Artikel. Blogartikel, wir hatten das vorhin als Beispiel mit dem Artikel von Peter Martin im Joomla-Magazin. Oder zu meinem Album oder zu dem bestimmten Album eines Künstlers. Es sind also verschiedene Typen von Inhalten, die auftreten können. Hatte vorhin auch gesagt, Produkt, also das Produkt eines aus dem Shop. Dann möchte ich sozusagen nicht diese automatisch generierten Inhalte haben, wie wir sie gerade in der Suchergebnisliste gesehen haben, sondern dann möchte ich bestimmte Inhalte drin haben. Ich möchte zum Beispiel eine Bewertung mitstehen sehen. Ich möchte die Titel eines Albums mitstehen sehen. Ich möchte den Standort eines Restaurants mitstehen sehen. Das kann ich alles machen, indem ich bestimmte Möglichkeiten nutze, nämlich diese Mikrodaten. Und dann wird sozusagen aus diesem, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, dann wird aus einem Standardeintrag in der Ergebnisliste ein Rich-Snippet. Wenn sozusagen aus einem automatisch generierten Eintrag ein Eintrag mit Mehrwertinformationen wird, wird daraus ein Rich-Snippet. Und das wird gespeist von diesem Datenformat, was wir als Mikrodaten vorhin gehört haben. Und ich habe vorhin einfach eine Methode zeigen wollen, wie man Mikrodaten, wie man das in den Quelltext integrieren kann. Und Joomla gibt von Haus aus, da brauchen wir kein separates Modul, keine separate Erweiterung, gibt schon von Haus aus Mikrodaten aus, ist aber wieder abhängig vom gewählten Template. Da habe ich vielleicht zu wenig dazu gesagt. Das gewählte Template kann letztendlich diese Ausgabe der Mikrodaten noch beeinflussen. Weil ja letztendlich das Template, die Originalausgabe, die aus Joomla herauskommt, die originale Inhaltsausgabe noch überschreiben kann. Wenn ich diese originale Inhaltsausgabe nicht überschreibe, dann bekomme ich das aus dem Template raus, was ich vorhin gezeigt habe mit meinem eigenen Artikel, den ich vorhin drin hatte. Das sieht ja ungefähr so aus. Das sind aber Mikrodaten, beziehungsweise Inhalte von Mikrodaten, die man noch erweitern bzw. verändern kann. Und interessant wird es erst dann, wenn ich nicht nur einen normalen Typ von Text habe, also einen Art Artikel, sondern wenn ich Produkte habe, wenn ich Veranstaltungen habe und so weiter und so fort, dann muss ich dort, wenn ich Mikrodaten ausgeben will, muss ich das erweitern. Das war das, was ich zeigen wollte. Ich brauche dafür also im Zweifelsfall, wenn es denn die denn gibt, deswegen habe ich vorhin mal einen Blick in das Joomla Extension Directory geworfen, dann kann ich eventuell schon auf eine Erweiterung zurückgreifen, um zum Beispiel Artikel darzustellen als Virtuomart. Einfaches Beispiel. Oder ich muss mir letztendlich A, die Erweiterung selber schreiben oder schreiben lassen, oder B, ich kann bestimmte Ausgaben über das Template selber steuern, indem ich die Template-Ausgabe, deswegen habe ich vorhin mal einen Blick in den Quelltext geworfen, indem ich die Template-Steuerung bzw. die Template-Ausgabe selber steuere und anpasse. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen besser erklären können. Ansonsten können wir gerne dann noch mal zwei, drei Worte gemeinsam wechseln. Meine Zeit ist um. Ich muss jetzt leider hier einen Cut machen. Ich danke trotzdem nochmal recht herzlich für eure Aufmerksamkeit.